griechische Großpfanne. Kuh ca. 45 Minuten Cornflex ca. 1.316-Portion. Kalorien ca. 598 Kilokalorien Eiweiß 33 Gramm Fett 33 Gramm Kohlenhydrate 38 Gramm. Zubereitung. Kartoffeln schälen, in 1 bis 2 cm große Würfel schneiden. In die kochende Brühe geben und 10 Minuten vorgaren. Abgießen, dabei die Brühe auffangen. Zwiebeln schälen, in Spalten schneiden. Gefrorenes Gyros. In einer großen Pfanne 5 Minuten unter Wenden anbraten. Zwiebeln zufügen, 5 Minuten mitbraten. 150 ml aufgefangene Brühe und Oregano zufügen, zugedeckt 10 bis 15 Minimum. Garen, bei Bedarf mehr Brühe angießen. Oliven abtropfen. Lassen. Mit Kartoffeln am Ende der Garzeit zum Gyros geben und kurz mit erhitzen. Abschmecken. Schafskäse fein würfeln. Großpfanne damit be. Zutaten für 4 Portionen. 800 Gramm Kartoffeln. 600 ml Kania. Delikat-Essbrühe. 500 Gramm Dolano Gyros. 2 rote Zwiebeln. Kanteselsalz. Kania Pfeffer schwarz. 1 TL Kania Oregano. 1 Glas Oliven. 200 Gramm Iridanos Feta, Carpaccio mit Garnelen. Zubereitung. Tomaten waschen, Stielansätze entfernen. Gurke schälen. Mozzarella abtropfen lassen, alles in dünne Scheiben schneiden. Abwechselnd fächerartig auf 4 Teller verteilen, leicht salzen und pfeffern. Limette heiß abwaschen, Schale fein abreiben, etwas Saft auspressen. Limettenschale, Creme Fratke, Milch, Salz und Pfeffer verrühren, mit 2 bis 3 TL Limettensaft abschmecken. Garneln auf dem Carpaccio verteilen, mit dem Dressing betrüffeln. Mit Basilikum garnieren und servieren. Zutaten für 4 Portionen. 450 Gramm Fleischtomaten. 250 Gramm Salatgurke. 2 Kugeln Milbona Mozzarella. Canembert Circonflex ab. 1 Limette. 200 Gramm. Quenepuree-Suppe. Kuh ca. 45 Minuten Circonflex ca. -74,6-Portion. A. Kalorien ca. 373 Kilokalorien Eiweiß 14 Sekunden größer als Fett 25 Gramm Kohlenhydrate 19 R. Zubereitung. Püree putzen und in Ringe schneiden. Zwiebeln schälen und hacken. Mit Püree in der heißen Butter glasig dünsten. Brühe angießen, mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen und aufkochen. 20 Minuten garen. Sahne und saure Sahne zufügen, abschmecken und in 4 Suppentassen geben. Mit je eine Buttertoastscheibe belegen. Käse passend zu schneiden und darauf legen. Unter dem heißen Grill im Ofen ca. 4 Minuten knusprig über unbekanntes Zeichen backen. Mit Paprikapulver bestäubt servieren. Zutaten für 4 Portionen. 1 Kilogramm Püree 1/2 TL Kania Rosenpaprika. 2 Zwiebeln je 100 Gramm Milbona Schlagsahne. 20 Gramm Milbona Butter und saure Sahne. 750 ml Kania 4 Scheiben. Delikat Essbrühe Grafschafter Buttertoast. Kantesel.Jorisal. 3 Scheiben Milbona Friamer. Krepes mit Bananen- und Orangenschaum. Kuh ca. 50 Minuten Circonflex ca. -49 €/Portion. Kuh kleiner als Kalorien ca. 305 Kilokalorien Eiweiß 7 Gramm Fett 13 Gramm Kohlenhydrate 36 Gramm. Zubereitung. 25 Gramm Butter schmelzen, leicht abkühlen lassen. Mit 2 Eiern und Milch verquirlen. Nach und nach mit Mehl, 50 Gramm Zucker und Salz verrühren. Teig 20 Minuten quellen lassen. Dann eine beschichtete Pfanne jeweils mit etwas Butter auspinseln und darin aus dem Teig nacheinander 8 dünne Krepes backen. Warm stellen.
Bananen schälen, in Scheiben schneiden und mit Zitronen bekanntes Zeichen Nähensaft bis auf 1 Esslöffel mischen. Übrige Eier trennen, Eigelb mit restlichem Zucker verrühren. Über dem heißen Wasserbad 3 bis 4 Minimum dick cremig und hell aufschlagen. Orangen und übrigen Zitronensaft langsam zugießen und schlagen, bis die Masse schaumig hochsteigt. Bananen auf die Krepis geben, Orangenschaum darüber verteilen. Krepis zuklappen und Schokolade fein da überraspeln oder wie abgebildet im dekorativen Glas servieren. Zutaten für 8 Stück. 75 Gramm Bionis Butter. 4 frische Bionis Eier. 300 Milliliter Bionis Milch. 125 Gramm Bionis Weizenmehl. 100 Gramm Feierklobe. Brauner Rohrzucker. Eine Prise Kanteselsalz. 3 große Biobananen. Ca. 175 Gramm Saft von einem Zitrone. 100 Milliliter Feierklobe. Orangensaft. 20 Gramm Feierklobe. Bitterschokolade. Apple Pie. Circa 90 Minuten Prozentzeichen Circonflex circa, -56/Stück. A. Kalorien circa 414 Kilokalorien Eiweiß 7 Gramm Fett 17 Gramm Kohlenhydrate 56 Gramm. Zubereitung. Kalte Butter würfeln, mit Eigelb, Mehl, Puderzucker und Salzfarb kneten. Teig 2 Stunden kühl stellen. Inzwischen Äpfel schälen, entkernen. Mit Zucker, Vanillenzucker, 1 Teelöffel Zimt und 150 ml naturtrübem Apfelsaft aufkochen und ca. 15 Minuten weich garen. Abkühlen lassen. Pi-Form, 26 cm 0, fetten, mit 2/3 des Teiges auskleiden, dabei einen ca. 3 cm hohen Rand formen. Apfelmaße hineinfüllen, glatt streichen. Übrigen Teig auf Mehl 3 mm, dick ausrollen, in 2 cm breite Streifen schneiden, gitterförmig auf die Pie legen. Am Rand gut andrücken. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius 35 bis 40 Minimum knusprig backen. Aprikosenkonfitüre leicht erwärmen. Lauwarmen Kuchen damit bepinseln und abkühlen lassen. Joghurt mit. Zutaten für 12 Stücke. 190 Bionis Butter. 2 Bionis Eigelb. 280 Gramm Bionis Mehl. 90 Gramm Puderzucker. Eine Prise Kanteselsalz. 1 Kilogramm Bio-Äpfel. 50 Gramm Zuckerzimt. 2 PCK. Beibeg. Vanillenzucker. 200 Milliliter Bionis. Apfelsaft naturtrüb. 2 Esslöffel Bionis. Aprikosenkonfitüre.